gibt er heute ein Special. Ich freue mich ganz besonders, dass die Herren von Mallet live im Studio sind. 13 Jahre Perlentaucher hat es gedauert, jetzt sind sie da. Ja, schönen guten Tag, die Herren. Moin. Moin, moin. Schön. Ja, und die werden ihre neue CD vorstellen. Quarter to Freedom heißt die. Und ich würde sagen, wir fangen am besten mit dem Titelsong an von Quarter to Freedom. Von der neuen CD von Mallet, hier ist er. A Quarter to Freedom, der Titelsong von der neuen Mallet-CD. Ich begrüße im Studio live alle drei von Mallet, den Manni, den Mario und den Jürgen. Und ja, 13 Jahre hat es gedauert, jetzt seid ihr endlich mal da. Der Hammer. 13 Jahre mache ich die Sendung schon. Tausendmal habe ich angefragt. Der Manni war, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal da. Ja. Bei Markus aber auch nur. Und ja, jetzt seid ihr endlich da. Ich grüße euch. Freue mich, dass ihr da seid. Ja, gute. Gute. Gerne. Ja. Wir haben den weiten Weg vollbracht. Ja. Lola ist auch gerade noch gekommen. Guten Tag. Paul. Ja, guten Tag. Ja. Entschuldigung, dass ich so reingeplatzt bin, aber ich habe gehört, die Kollegen sind da und wollte mal guten Tag sagen. Auch mal guten Tag sagen. Hast du die neue CD schon gehört? Hast du die neue CD schon gehört? Nein, noch nicht. Noch nicht? Oh ja, da bleib doch hier, kannst du hören. Ja, ja, Quarter to Freedom heißt es. Was heißt denn das? Das heißt Viertel vor Freiheit. Viertel vor Freiheit? Ist halt so wer ist da drauf gekommen? Der Mario. Ja? Das war eigentlich meine Idee, ja. Aha. Wir arbeiten normalerweise so, dass der Jürgen mit einer Melodie ankommt, einer Gesangslinie und einem Demo-Tape. Und ich überlege mir dann, was machen wir da draus textlich? Ja, und der Titel Quarter to Freedom, die Wörter haben halt genau auf die Phrasierung, die vorgegeben war, gepasst.
Und ich war dadurch ein bisschen inspiriert durch irgendwelche alten amerikanischen Songs über irgendwelche Wanderarbeiter. Und da wir auch Wanderarbeiter sind, und war das eigentlich eher naheliegend. Aber es geht um Leute, die hält es nicht lange an einem Ort, sondern die müssen irgendwann weiter. Ungefähr, ganz kurz. Ihr seid ja auch das ganze Jahr unterwegs. Genau. So 150 Gigs im Jahr. Habe ich letztes Mal beim Markus gehört. Wie ist das so mit nach 34 Jahren Sex and Drugs and Rock'n'Roll? Dafür habt ihr euch ja ganz gut gehalten eigentlich. Oder ist außer dem Rock'n'Roll nichts mehr übrig geblieben? Hält sich alles in Grenzen. Sex and Drugs and Rock'n'Roll war mal, mittlerweile sind wir bei Kaffee und Kuchen angelangt. Okay. Und das schmeckt richtig gut im Aldi. Apropos. Ja, das war... Schöne Quetschkuchen mit Sahne. Ja, so, der Rock'n'Roll bleibt, gell? Aber, ja, aber der Rest ist weg. Na, aber am Anfang, ich meine, wie hat es eigentlich angefangen mit Mallet? Ja gut, als Schüler... Weiß ja auch nicht jeder. Wie bei den meisten Bands, würde ich mal sagen, wir waren alle hier in Wiesbaden auf dem Moltkering, ist ja mittlerweile abgebrannt. Die Schule hieß dann noch später mal anders. Anyway, irgendwie haben wir überlegt, wir würden gerne Band machen. Eigentlich der Peter Wenk ist ja auch allgemein bekannt und ich. Wir kamen auf die Idee, wie wir mit den Eltern zusammen in Österreich in Urlaub waren. Wir hatten zwei Akustikgitarren dabei und haben ein paar Songs gemacht. Naja, und wie wir heimkamen, haben wir halt in der Schule noch ein paar Jungs rekrutiert. Der eine oder andere konnte schon ein bisschen spielen, der andere nicht. Stefan Onos war noch dabei, der war nicht bei uns in der Schule, aber da gab es irgendwie keinen Gitarristen. Mit dem hatte ich vorher schon mal was gemacht. Ja, und dann ist es so gewachsen. Wir haben dann einen geprobten Neroberg oben. Den werden wahrscheinlich leider nicht mehr alle kennen, also den Berg schon. Aber nicht mehr die alte Lokalität, das Hotel, wo die Proberäume waren, der Auftrittsraum. Der Lothar kennt es sicherlich noch. Ja, ich kenn's noch. Ja, habe ich euch auch zum ersten Mal gehört. Ja. War ein geiler Platz. Und da haben wir 79 den ersten Kick gemacht und da ist die ganze Schule angerückt. Also da waren... Wie viele Leute sind da reingegangen da oben? 850. Ja. Also, die waren dann auch alle da. War schon fett, ja. Und das war ja schon so ein kleiner Erfolg und das hat uns ermutigt, fleißig weiterzumachen. Ja, und dann kam recht bald die erste Schallplatte, das war so 81. War damals noch ein bisschen anders wie heute. Heutzutage ist ja relativ normal, dass Bands auch selber mal eine CD machen. Damals war das ein Unding. Entweder man hat eine Plattenfirma gehabt, oder man hat sich nicht getraut, ja. Ein paar Bands bei den Amis. Eine Langspielplatte, muss man dazu sagen, auch. So ja, genau. Richtig Vinyl, so genau. Zum Anfassen. Ja. Ja, und die lief auch einigermaßen. Dann haben wir noch einen Spielfilm gedreht, Dallas Here We Come. Mit dem Kai von Kotze, lustiger Name. Das war der Regisseur von Formel 1. Und der hat auch ein paar Spuren hinterlassen. Ja, und dann gab es kein Zurück mehr. Also Arbeiten oder so war nicht mehr drin. Wir haben dann viel gespielt, auch teilweise ein paar Jahre bei den Amis. Wie in Deutschland so die neue deutsche Welle lief, das war nicht so unsere Baustelle. War dann mehr die Baustelle von eurem damaligen Sänger, ne? Der hat da so einiges gemacht. So genau. Ja. Letztendlich ist er dann deswegen eigentlich auch raus. Und dann haben wir damals den Porgy als Sänger rekrutiert, der war damals Rodi bei uns. Ja, und dann gab es noch einige Wechsel. Wir hatten mal eine amerikanische Sängerin dabei, einen französischen Drummer. Und wir haben ja dann schon davon gelebt. Da musste immer Ersatz her schnell, weil es waren ja Jobs da, also die man Aufträge, die man erfüllen musste. Naja, und irgendwann ist dann eine Rehberg zu uns gestoßen. Was haben wir neu eruiert? Ich glaube 85, gell? Ja, es war nicht 84, es war 85, weil unser super intelligenter ehemaliger Gitarrist, der Simon, der Zappel Philipp, der kann sich sowas unglaublich merken, wie der Markus Teske sich Fußballergebnisse merken kann, obwohl er fast nie Fußball guckt. Der liest das irgendwie und merkt sich irgendwie alle. Ja gut, spielt dann da mit seinem Enkel einmal mit so einem Gummiball und bricht sich gleich das Fußgelenk. Naja gut. Euer Nesthäkchen ist auf jeden Fall der Mario. Der ist erst 19 Jahre dabei. Okay. Der Neue. Genau. Er ist der Neue. Das sieht man doch auch optisch, oder? Ja, ist klar. Den haben wir damals so in Ami-Clubs eigentlich kennengelernt. Da hat mit einer ziemlich bekannten Band da rumgetourt. Und da hat man sich kennengelernt und irgendwann, wie mal wieder ein Drummer bei uns ausgefallen ist, habe ich ihn mal angerufen. Ah, naja, wir haben uns ja dann eigentlich dann doch getrennt vom Jackie damals, dem Franzosen, vom Mario auch. Es war dann mit seiner Entscheidung. Vom Simon. Es war mit seiner Entscheidung, dass er gesagt hat, wenn, dann machen wir jetzt hier komplett
Schlussstrich und trennen uns. Mhm. Und dann war der Begriff, ich kannte ihn ja nur vom Namen, bekannte Ami-Club-Band, Super Tramme und vom Sehen kannten wir uns mal, das war's. Und dann haben wir geprobt und das hat teilweise gut funktioniert und dann gar nicht. Und wir haben uns dann erstmal so ein halbes Jahr richtig gut eingegroovt. Und dann hat man gemerkt, ah, das passt irgendwie. Und dann war das auch erledigt, irgendwie Quartett oder Quintett, Trio. Der Rehberg wollte ja auch dudeln. Mhm. Ich habe dann angefangen zu lernen, mehr Gitter zu spielen. Und ja, das Dudeln lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Ja, das Singen im schlimmsten Fall vielleicht schon, weil Singen ist ja Arbeit irgendwie. Es macht Spaß, aber es ist Arbeit. Gitarrenspiel ist reine Freude. Mhm. Reine Freude. Aber drei Mann reißt ja auch, ne? Darf ich kurz bevor, ich wollte ganz kurz nochmal sagen, der Jürgen ist jetzt schon in der Neuzeit, aber ich wollte nochmal Bezug nehmen zu dem, was der Manfred erzählt hat. Wir, die Crackers damals, wir haben ja gerade erst angefangen, als Mellet schon richtige Popstars waren. Das war die erste Band in Wiesbaden, zu der wir aufgeschaut haben, weil da sind wirklich hunderte von Menschen zu den Konzerten gepilgert, weil die waren irgendwie was, eine ganz besondere Erscheinung. So, das gab's ja vorher nicht. Also an dem haben wir uns orientiert, ja. Nicht nur vom Optischen. Die sahen natürlich, auch besser aus als wir. Aber die waren so eine besondere Erscheinung. Die haben die Mixtur aus Optik, aus Show-Elementen und aus guter Musik einfach auf die Bühne gebracht. Und dass das die Fortsetzung gefunden hat bis heute, das ist ja natürlich jetzt euer Verdienst von euch dreien. Aber den Grundstein gelegt haben damals die Kumpels, einfach die Schülerband von Manfred aus dem Moltkering, ja, das hat uns ganz großen Respekt abgenötigt und da haben wir auch immer, wir waren ja Fans. Also wir, ich war selber auf Nereberg bei Mellet, mit Peter Wenke, mit Kumpel damals, mit Harald Gerstein. Und da sind wir da hoch und haben auf den Stühlen richtig abgerockt. Genau. Ich war zwar immer so der Freak da und ich habe Flickwerk gehört und wie ist es mit dem Ali Neander, wie ist das Trio? So mehr Jazzrock-Sachen. Du meinst Virgo, aber zu der Zeit war es ein Quartett. Ach so, ist ja egal. Aber Virgo auf jeden Fall. Ja, der Dünsel weiß ja, glaube ich, der genau Quartett klingt. Wen interessiert denn das? Mein Gott, das war geil. Das sind Zahlen. Ja, genau. Ja, da habe ich nichts am Hut. Also, ich wünsche euch viel Vergnügen in der Sendung. Ja, danke. Mit dem Martin. Danke. Macht's gut, Jungs. Ja. Mir sieht sich. Und Lothar, wir warten dann auf die neue Crackers-CD dann. Genau. Ja, ja, ja. Ja, das wird Zeit. Ja. Also, tschüss zu Hause. Tschüss, Lothar. Ja. Tschüss, macht's gut. So, weil wir jetzt, Moment, weil wir die ganze Zeit über die Gründungsmitglieder gesprochen haben, den Stefan Ohnhaus und auch den Porgy als ersten Sänger oder zweiten Sänger, möchte ich mal was von Tube Club spielen zwischendurch, um die beiden auch ein bisschen zu würdigen. Ja? Okay. Okay, Stefan Ohnhaus und Porgy und noch, ja, hier sind sie, Tube Club. We'll be right back.
Ja, Gruß an den Stefan und den Porgy. Hätten wir das auch beendet? Ja, wir waren Gründungsmitglieder oder ganz kurz nach der Gründung eingestiegen bei Mallet. Und Mallet ist heute hier zu Gast im Studio. Ihr habt eine neue CD, Quarter to Freedom. Einen Titel haben wir schon gehört. Jetzt kommen wir mal aufs Cover. Das ist ja ganz ungewöhnlich für euch. Normalerweise sind da Fotos drauf von Mallet Live oder so. Oder wie ihr euch umarmt oder sonst irgendwas auf der Camelon. Wie ist dieses neue Cover zustande gekommen? Das ist ja ein richtiges Kunstwerk. Ach, das kam eigentlich... Also ich und Mario hatten zuerst darüber geredet eigentlich. Mhm. Und ich persönlich stand schon immer ein bisschen so auf die 70er-Jahre-Cover, wo so ein bisschen was, wo man ein bisschen lesen konnte. Was, weißt du, so viele Sachen drauf, wo man ein bisschen reingucken konnte. Mhm. Was meint er damit? Was ist der Hintergrund von dem Cover? Nicht so diese plumpen Covers. Und durch den Satz Quarter to Freedom, Viertel für Freiheit, dann kam er dann auf die Idee, eventuell eine Weltkarte zu nehmen. Das Witzige daran ist, dann habe ich mal sowas daheim aus Pappmaché gemacht, ganz primitiv, und dann mit dieser Uhr fand ich halt auch ganz gut, mit dieser alten Taschenuhr, A Quarter to Freedom. Auf jeden Fall, was das Schöne daran ist, nachträglich, der Erik, also Manfred, sein Sohn, hat das ja ausgesucht, sind ja da Leute drauf wie der Drake oder der Magellan, gell? Und das passt alles. Genau, das passt alles. Leute, die wieder, es ist Viertel vor Freiheit, wir ziehen los, um was Neues zu entdecken, um auf die Reise zu gehen, um was Neues zu erleben. Und das hat wunderbar gegriffen und ja, also wir haben auch sehr gute Kritiken bekommen bis jetzt. Ich habe noch nichts Negatives gehört und also wir sind ein bisschen stolz drauf, weil wir hatten ja nie so ein System in den Covern, weil wir auch nie wussten, die ist jetzt wieder ein bisschen anders, die Come Along ist ähnlich, aber auch anders. Der Stil hat sich doch minimal verändert. Gerade wenn du dir mal in die Fantasy anhörst oder die Roll Mallet Roll. Und das ist ja auch alles immer eine Sache der Zeit und des Geldes vor allen Dingen auch. Gell? Mhm. Wir haben halt nicht die Möglichkeiten, wie irgendwelche Cracks da in Studios zu gehen oder das und das. Ja, da bist keine Plattenfirma, sondern ihr müsst es alles selber vorfinanzieren. Ach na ja, das ist auch irgendwie gar nicht so erstrebenswert. Na klar, wenn da mal ein Angebot käme, aber ich weiß nicht so genau. Wir sehen so viele kleinere Bands, die haben dann vielleicht irgendwie einen kleinen Plattendealer oder sowas. Und ja gut, die verkaufen dann halt vielleicht 500 oder 1000 CDs mehr. Aber das war es dann auch. Also letztendlich, wir hatten ja auch mal einen Plattendeal gehabt und sind da zum Glück wieder rausgekommen. Ist schon lange her, war in den 80er Jahren, gell? Und sind da eigentlich, für uns ist wichtig, na klar, wäre es schön, wenn wir irgendwie mal mit irgendeinem Song oder was weiß ich irgendwo reinkämen und es käme dadurch noch ein bisschen mehr Erfolg, weil ich glaube, wir haben viele gute Songs. Aber auf der anderen Seite, so sind wir auch ein bisschen ungebunden. Wir brauchen eine gewisse Zeit, dass wir die Kosten wieder gedeckt haben. Aber es ist wichtig. Jetzt wieder, man hat es wieder gesehen, das Werbematerial, die Leute sind heiß drauf. Und ich habe schon wieder angefangen, neue Songs zu schreiben. Mhm. Und zum Glück hat man mittlerweile auch Chancen, selbst ein bisschen was an den Mann zu bringen. Einmal über das Internet halt, über unsere Website, melle.de, da ist ein Shop, da kann man bestellen und auch downloaden. Dann haben wir die CD in Amazon drin. Da kann man sie auch kaufen, auch downloaden bei iTunes, Napster und was weiß ich alles. Also ist nicht mehr so wie früher, dass man ohne eine Firma, ohne einen Vertrieb nicht reingekommen ist in diese Großmärkte oder so, die den Kram vertreiben. Klar stehen wir jetzt nicht im Mediamarkt direkt drin oder in irgendeine Drogerie oder sonst was. Aber dafür müssen wir auch nicht so viel von dem Kuchen abgeben an irgendeine Plattenfirma. Und ihr könnt machen, was ihr wollt, vor allen Dingen. Es wird nicht vorgegeben, das muss jetzt eine reine Rock-CD sein. Oder das hörst du ja an der CD, das ist ja das. Eben. Das ist ja wunderbar, auch wenn das Booklet aufklappst, der Spruch von Mario, wie lautet er nochmal genau, das Album ist wunderbar. Also, also ich habe es irgendwann mal durchgehört, das ganze Album zusammen. Dann habe ich gedacht, das ist ja wie eine ganze, wie zum Beispiel in Amerika, diese Klassik-Rock-Station, diese Radiostation, die mehr oder weniger werbefrei komplett einen Titel hinterm anderen durchspielen. Und diese ganze CD, die kann man komplett von vorne bis hinten durchlaufen lassen. Die ist extrem abwechslungsreich. Von der Stilistik her auch, von der Stilvielfalt. Und es klingt wie eine Stunde Rockradio. The Mallet Classic Rock Radio Show steht hier. Genau.
Aber es klingt auch immer, na klar, auch durch meine Stimme, das ist ja klar, aber auch, es klingt immer nach Mellet. Also ich bin auch so und ich schreibe auch so. Ich habe mich da noch nie so eine, in so einer Schublade stoppen lassen. Mhm. Ich meine, ich mache jetzt keinen totalen Stilbruch, weißt du, ich fange jetzt nicht an, da rumzujatzen oder irgendwas, was andere so und so besser können als ich. Aber es ist immer irgendwie, egal ob das mal eine Pop-Rock-Ballade ist oder so ein 80er wie Flying, so ein 80er Melodic-Hard-Rock-Song, dieser alte Stil, den wir immer gehabt haben, oder dann ein Rock'n'Roll oder Sail Away, also dann zwei tolle Blues-Rock-Nummern, also es ist extrem abwechslungsreich, klingt immer nach Mellet und ja, wir sind wirklich richtig happy. Wollen wir noch was hören von der neuen CD? Ja klar. Was für ein Titel? Was wollt ihr hören? Alter, mach doch mal zum Beispiel This is the Time. Das ist eine schöne Bluesrock-Nummer mal als Abwechslung. This is the Time? Das ist der Titel 5, glaube ich, wenn ich richtig... Jupp. Jupps. Auf geht's. Was ich normalerweise gar nicht mache, nämlich in den Titel reinschwätzen, weil ihr sollt die Titel nämlich kaufen, ja, und nicht einfach hier mitschneiden.
Das wollen wir nicht. Ja, wir wollen, dass man auch ein bisschen Geld verdient. Ihr verdient Geld, ihr seid ja alle Profis. Ihr müsst auch die CD, das Geld wieder reinkriegen, was ihr da vorinvestiert habt. Und das kann man unter www.mellet.de. Korrekt. Gell? Da kann man die runterladen und dann Dingens. Mache ich auch bei den nächsten Titeln dann so, dass da am Schluss reingeschwätzt wird, weil ist ja nicht einzusehen, dass das einfach umsonst mitgeschnitten wird. Hier, support your local scene, sagt man. Wir glauben ja an die Fans und an die Leute, dass die das auch unterstützen. Weil und das klingt zwar immer so ein bisschen nicht schleimig, aber ich sag mal, ich sag das ja jetzt mal, wir verdienen wirklich an den CDs und dem T-Shirt-Kram nichts. Mhm. Wir gucken, dass wir die Kosten reinkriegen und deswegen dauert es auch manchmal so lange, eine neue CD zu machen. Mhm. So alle drei Jahre, kommen neue CDs. Ja, manchmal schon fünf Jahre. Mhm. Einmal, weil wir so viel spielen müssen und weil wir auch erstmal wieder die Kosten reinholen müssen und wir wollen halt nicht irgend so nur so ein Heimdemo machen, was dann halt so zweitklassig klingt und es geht immer besser, aber wir sind sehr happy, auch mit Markus Teske kann ich nach wie vor nur sagen, mit Markus kann man super arbeiten, das ist auch mein absoluter Live-Mischer, weil funktioniert sehr, sehr gut. Ja, klingt perfekt. Und, ja. Also sehr, sehr happy damit. Und, ja, so sieht's aus. Da sollen uns die Leute schon unterstützen, weil wir wollen dann diesmal nicht so lange warten. Ich würde gerne jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren, wenn nichts dazwischen kommt, dass wir die nächste CD machen. Mhm. Das wäre dann klar super für alle. Oder wir verkaufen ganz viel und können nächstes Jahr schon eine machen. Ja, wie gesagt, wir verkaufen mal 2 Millionen. Das wäre dann mal eine Zahl. Das wäre nicht schlecht. Habt ihr ja letztes Mal, also bei Markus war es schon gesagt, ihr seid jetzt 34 Jahre immer so kurz vorm Durchbruch. Sagt der Mario immer, ja. Genau. Ich verstehe es auch nicht. Also es gibt so viel Mist, ne? Der Millionen verdient und ihr habt so klasse Songs gemacht und keine kommt irgendwie hoch. Es gibt so Bands wie die Scorpions, die immer gleich klingen und die da Millionen verdienen. Ja, na klar, sind die Scorpions auf eine gewisse Art limitiert. Aber Die haben zwei Gitarristen, aber das ist es ja nicht. Ja gut, das kann ich schon abdecken, die zwei Gitarristen. Weil ich spiele schon ganz gut Gitarre, ist ja Quatsch. Aber über den Rudolf wollen wir jetzt nicht schwätzen. Aber ich sag mal, der Punkt ist der, die sind halt zum Rechnen. Der Mario rupft schon wieder, ist mir doch egal. Auf jeden Fall, ich sag mal, die Scorpions sind einfach zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Die sind ja über Amerika groß geworden, nicht in Deutschland. Ah. Weißt du? Und die haben das halt zum richtigen. Japan. Erst Japan und dann kam Amerika. Und das hat halt damals gepasst. Wir waren vielleicht mit allem ein paar Jahre zu spät, auch wenn wir in Amerika waren. Mhm. Das war alles, das ging in die Crunch-Ära rüber, Pearl Jam, Nirvana, da war das vorbei mit dem Melodic Rock und man muss dabei sagen, ich denke schon, dass wir sehr gute Songs haben. Man kann jederzeit drüber nachdenken, kann man die anders dann noch produzieren, anders dann aufnehmen, bla 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 bla. Aber aber der Mario sagt es ja richtig, wir sind ja immer kurz davor, es klappt noch irgendwann, wir sind ja alle noch jung. Ja, eben, ja. Wir müssen noch mal warten, bis unsere Musik wieder in ist. Das kommt, lass doch mal 20 Jahre vergehen. Wenn man eure Konzerte besucht, dann sieht man ja auch, dass eure Musik noch in ist, weil da sind immer ein Haufen Fans, die hören allerdings dann, ihr versteht euch ja als Dienstleister auch, so, ihr seid Berufsmusiker und müsst dann immer die ganzen Cover-Songs spielen. Nervt das nicht auf die Dauer so ein bisschen, Sachen von anderen Leuten zu spielen? Also Cover-Songs spielen ist ein Unterschied. Wir interpretieren die Songs, wir kopieren die nicht, sondern wir machen aus den meisten Cover-Songs, allein aus der Konstellation, weil wir nur zu dritt sind, wir machen unsere eigenen Songs quasi draus. Und so macht das auch einen Riesenspaß und wir lassen uns auch Freiräume zum Improvisieren. Gerade der Jürgen macht das sehr gern und dadurch entstehen manchmal komplett eigene Varianten dieser Songs. Also mehr oder weniger covern. Wenn wir jetzt wirklich ganz stumpf Ton für Ton reproduzieren wollten, dann wäre es langweilig. Mhm. Also bei Billy Idol, das Rebelliel, wo wir auch sehr viel Lob schon bekommen haben für die Version, ist ja ein sehr langer Improvisationsteil mit der Gitarre und was der Mario dann quasi mit imitiert auf dem Drum und das hat sich auf der Bühne quasi entwickelt. Viele Sachen entstehen dann auf der Bühne auf einmal und dann denkst du auf einmal, oh, das war aber jetzt geil und dann hast du keine Aufnahmen und manches bleibt halt einfach hängen und ja, das Rebel Yell ist, glaube ich, auf der All for You CD. Auf der Live, Kittrich, aus Kittrich. Das war 25 Jahre, ne? Oder?
Das war 25, nee, das war kein Jubiläum von Melodie. Das war einfach nur eine CD- und DVD-Aufnahme. Ja. In erster Linie wollten wir eigentlich eine DVD machen, die haben wir auch gemacht. Mhm. Bei der haben wir bis jetzt noch gnadenlos draufgelegt, aber die CD lief dann zum Glück ganz gut. Obwohl die DVD auch ganz gut ist. Ja. Aber es ist, die Leute kaufen es irgendwie schwer. Also wir wollen halt alle eine CD haben und naja gut, und dann kommt noch der blöde mit dem ganzen Coverkram, dann kommt noch dieser GEMA-Kram, den du zahlen musst. Das ist ja klar, dann tut dann schon ein bisschen weh. Ja. Aber wir sind trotzdem mit der DVD und der CD ziemlich zufrieden und schon okay. Mhm. Gibt es eigentlich noch alle Platten von euch oder alle CDs, die ihr je gemacht habt? Sind die alle noch erhältlich auf der Homepage? Oder ja, ist da schon was vergriffen? Alle außer der allerersten von 81, weil die gab es ja nicht als CD. Mhm. Die gibt es nur als Vinyl. Also ich habe noch ein Exemplar von der. Ich weiß nicht, habt ihr einen? Ich habe auch noch einen. Du hast auch noch einen, ja. Könntest du ja auch mal digitalisieren dann, eventuell, oder? Könnte man machen. Ich hatte irgendwann mich mal aus Gag mit dem Porky drüber unterhalten, der würde es zum Beispiel sehr begrüßen. Mhm. Auch wenn man die nur bei uns auf der Seite jetzt downloaden könnte oder so. Mhm. Viel umgesetzt wird da eh nicht mehr, aber wäre ganz witzig, wenn man dann noch rankäme oder so. Wenn ihr es komplett hättet. Ja. Klar. Ja. Aber wie gesagt, die Schallplatten selbst gibt es nur noch wenige. Ab und zu sehe ich mal eine in eBay, die geht für 60 Euro über den Tisch. Hm. Ich wünschte, ich hätte noch so 50 oder 100. Ja. Ja, das ist ja meistens so. Das erst, wenn man auseinandergeht. Ne? So, wenn die Band sich auflöst, dann kapieren die Leute, was das für eine Qualität war und so. Bei euch ist es hoffentlich nicht so. Wie gesagt, kurz vor dem Durchbruch. Und jetzt zum Jürgen, der hat nämlich seine Gitarre heute mitgebracht. Und das soll er nicht umsonst getan haben. Spielst du uns was, Jürgen? Jo. Mallet Unplugged. Solo. Jürgen Rehberg Solo. Spiele ich mal eine weitere Ballade. Erst fange ich mal mit an. Und das ist auch auf der CD drauf, der Titel. Oh, ist egal, weiß ich jetzt gerade. My Hero heißt der Song. Okay. You are still
from work. You always spend a lot of time with me. And we went out to play games in a field. You are still my hero. You shine in like the sun. You are still my hero, and I'm proud to be your son. You are still my hero, shining like the sun. You are still my hero, and I'm proud to be your son. Ja, wunderbarer Song, oder? Autobiografisch? Naja, damals, wie mein Vater gestorben ist, habe ich ja eigentlich einen Song geschrieben, der ist Heaven. Der Song ist eigentlich... Wahnsinn-Song, Heaven. Der ist ja ein bisschen poetischer und lyrischer eigentlich. Und das war auch jetzt nicht geplant oder so. Und dass jetzt irgendwie da eine Fortsetzung kam oder sowas, das entstand irgendwann daheim vor ein paar Jahren. Und das ist ein bisschen jetzt... mehr in der Gegenwart, also auch was ich so erlebe mit meinen Kindern und so, und versuche mein Bestes zu geben, es genauso gut zu machen. Und so kam das einfach. Also das war nie geplant jetzt, ich mache dann einen zweiten Song. Ja, ist einfach entstanden und ich denke, ganz schöne Nummer, oder? Ja, super. Wie stehen eure Kinder zu eurem Beruf? Habt ihr alle Kinder eigentlich? Der Mario hat keine, oder? Ich habe drei Katzen. Du hast auch drei? Drei Katzen? Drei Katzen habe ich. Ja gut, die hören gerne Musik. Aber ich auch Schlagzeug? Bitte? Hören die auch gern Schlagzeug? Gezwungenermaßen. Ich hab zwei Möpse. Also vier, meine Frau hat auch zwei. Aber ich habe noch zwei Möpse. Wie geht's deinem Mops übrigens, deinem kranken Mops? Ja, der ist immer noch in der Tierklinik. Es wird als teurer und teurer, aber der kriegt jetzt, er kommt die Woche wahrscheinlich raus, muss dann noch Antibiotikum, bla 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 bla. Und ja, wir hoffen das Beste. Aha. Aber die Kinder so, ich meine jetzt die Menschenkinder, ihr habt, der Mann hat ja auch zwei, gell? Nee, ein. Ein? Du hast einen, du hast zwei. Ich hab zwei Jungs. Und was sagen die zu den Eltern als Rockstar? Die sind immer genervt vom Vater eher. Der schwätzt ja so einen ganzen Tag, der Große ist eher ein bisschen ruhiger. Aha. Der Kleine, der hat auch so einen schönen sarkastischen, ironischen Humor, wie ich und meine Frau. Mhm. Und ich sag mal so, der Kleine ist wirklich sehr musikalisch. Ich würde behaupten, der ist musikalischer als ich, wenn ich überhaupt musikalisch bin, davon abgesehen. Aber der hat mal kurz Schlagzeug gespielt. Da habe ich ihn einmal angemeckert. Zack, hat er aufgehört. Du hast mich angemeckert. Puff. Und naja, gut. Und der Große, wenn er mal die Gitarre alle zwei Jahre in die Hand nimmt, greift er sehr schön. Mhm. Wie musikalisch der ist, kann ich nicht so wirklich beurteilen. Der hört eher so ein bisschen progressiv Rock, Metal. Und der Kleine ist mittlerweile auf einem anderen Trip. Der hat früher auch viel Rock gehört. Und jetzt ist er mehr so Dubstep. Das ist so schon ein bisschen... extrem Rap-Zeug, ja, was? So, keiner. Das ist so Internetgram und so Rap und. Ja, ja. Lassen machen, ich meine. Jede ist anders. Nein. Wir haben ja gerade einen Tag mit der Band zusammengespielt. Aber ansonsten, wenn die mal beim Konzert überhaupt dabei sind, wenn sie überhaupt dabei sind, dann gucken die mal so einen Blick hoch und das war's dann. Und sind die schon wieder fort. Vater schwätzt wieder dumm Zeug, lass den mal dudeln. Okay, bei dir genauso, Mai? Gut, sagen wir mal so, meiner ist jetzt schon ein bisschen älter, der ist jetzt dieses Jahr 30 geworden. Der hat natürlich auch gerade die Anfangsphase von Mellet so ziemlich hautnah miterlebt, auch als Baby, Kleinkind, musste auch öfter mal mit, früher auf Konzerte, irgendwie dann in irgendeinem Kinderwagen oder sonst was.
Ja, war für den bestimmt auch nicht immer ganz einfach. Manchmal musste ich ihn da auch so ein bisschen vernachlässigen. Wir haben uns dann so, wie er 18 wurde, so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber was freut mich eigentlich sehr, dass er mittlerweile da viel für uns macht. Also, er hat sich, wie gesagt, dann mit dem Jürgen getroffen. Wir haben das mit dem Cover zusammen realisiert. Der macht unsere Internetseite mittlerweile. Ja, sehr engagiert. Der macht eine Facebook-Seite, MySpace, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt. Mhm. Aber das macht er ganz toll und er steckt auch viel Energie rein und ja, freut mich. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf und bin happy, dass sich das so entwickelt hat. Ja. Mhm. Aber er ist auch kein Musiker geworden? Nicht unbedingt, aber ich habe ihn so ein bisschen in der Musikbranche unterbringen können, also im Musikalienvertrieb. Mhm. Macht auch öfter eigentlich so Veranstaltungen auch als DJ, die sogar ganz gut laufen. Ist natürlich jetzt weniger im Rocksektor. Gut, das ist schon wieder andere Musik wie beim Jürgen, seinen Söhnen. Der ist eigentlich ein bisschen mehr so in der Techno-Ära aufgewachsen, hört aber auch im Prinzip alles. Aber so ganz genaue Aussagen über den Musikstil kann ich jetzt gar nicht treffen. Da kenne ich mich zu wenig aus. Wahrscheinlich sage ich nur was Falsches. Ja, das sollen die auch selber entscheiden. Ja, ich sage immer, das Einzigste, ich bin da nicht so puristisch. Ich weiß da auch ich zum Beispiel, ich denke, ich kann auch einen Blues spielen, aber ich würde mich nicht als Blueser bezeichnen in dem Sinne, weißt du? Ich befasse mich mit Fingerpicking und Flamenco. Ich mag halt diese ganze Breite, die es da gibt. Mhm. Aber letztendlich bin ich ein Rockgitarrist und Sänger. Mhm. Ich kann mich überall so ein bisschen zurechtfinden, das eine besser, das andere weniger und so ist auch mit der Musik. Ich sage immer zu den Leuten, auch wenn man Diskussionen hat, ob das mit Kindern ist oder mit anderen Leuten, ich finde das, ich sage mir Leute, na klar, ihr hört doch, was ihr wollt. Weil letztendlich schaltest du das Radio ein oder irgendwas und du hörst ein Lied, das spricht dich an. Was dich daran jetzt anspricht, ja, das steht mir nicht zu urteilen eigentlich. Ich kann ja nicht, ich will auch niemand, die Leute denken mir, ich will die zum Rock erziehen. Totaler Quatsch. Mhm. In meiner Freizeit höre ich sehr wenig Rock, weil ich das ja das ganze Jahr hab. Ich höre ganz andere Musik, viel Gitarrenmusik. Und ich sage mir nur, Leute, es ist wichtig, dann macht doch von mir aus mal eine Techno-Band, die live spielt Techno. Das wird, auch das müsste realisierbar da sein. Gibt's was ganz Tolles vom Helge Schneider. Also. Techno Unplugged. Ja, ich sag mal, ich möchte Leute sehen, ich möchte Leute sehen, die da spielen. Ja. Ob das jetzt Punk ist oder Klassik oder das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich bin dafür alles. Wir hören auch Metal. Hm. Alles kein Thema, weißt du? Es muss nur irgendwie. Da müssen Leute eine Geschichte erzählen. Mhm. Und dann berührt dich das oder nicht. Dann kannst du aber auswählen. Aber wenn das nur von der Maschine kommt, und das Schlimme finde ich eher, dass heute die DJs die Stars sind und kriegen Schweinegelder und legen da irgendwelche Platten auf. Ja, ja, genau. Weiß ich nicht, ist auch wahrscheinlich eine Kunst, irgendwie da eine gute Reihenfolge zu finden. Aber kein Instrument spielen. Gestern war, durch Zufall habe ich einen ganz tollen Bericht gesehen. Mhm. Ich habe den Tristan, oder wie ist der Typ, weiß nicht mehr, Namen vergessen. Der ist scheinbar ein ziemlich berühmter, junge, 20-jähriger, klassischer Pianist und macht nebenbei noch, wie verrückt, so Disco-Techno-Veranstaltungen und spielt dazu mit Techno-Sounds, aber auch mit klassischem Klavier. Mhm. Das ist angesagt wie die Rakete, war ein ganzer Bericht, das war Zufall gestern. Mhm. Der donnert dazu Mozart und was weiß ich und geht dann aber wieder eine Woche später in irgendeine irgendeine Halle Konzert und spielt da ein Beethoven-Konzert. Ja, ja. Also das finde ich auch abgefahren. Jedem das eine, oder? Absolut. Eben. Ich habe hier was für ein Money, weil es muss mal dringend, auch ein Hippie und so, kennt ihr ja, gell? schön. Bye.
is blowing harder, and I just don't feel the cold. Jimmy Barnes, eine deiner Favorites, oder, Manni? Absolut, ja. Ja. Ein paar Mal live gesehen, gefällt mir unheimlich gut. Ja, wo wir gerade beim Thema waren mit Söhnen und so, der hat es ja geschafft, irgendwie einen Großteil seiner Familie mittlerweile in seine Band zu integrieren. Sein Sohn spielt Schlagzeug bei ihm. Alle drei Töchter singen recht erfolgreich. Die eine singt auch öfter mal Background bei ihm. Ja. Muss auch schön sein, irgendwie. Ist das die Lisa Barnes? Nee, ne? Das ist eine andere. Doch, auch unter anderem. Ich habe den, wie ich den das erste Mal live gesehen habe, da hat er immer seine Family dabei gehabt. Da war noch die Frau da mit den kleinen Stöpkes im Kinderwagen. So, mittlerweile. Ähnlich wie bei The Cashs oder bei Willie Nelson oder so, ne? Die machen dann alle mit irgendwann. Naja, bei euch aber ist ich, nicht ich, so, das kann man, nee, das sollte man auch nicht. Vielleicht kann man das auch ein bisschen erziehen oder so. Ich das will ich nicht. Also ich werde die nicht dazu zwingen, irgend sowas zu machen. Und das kann gut gehen. Und nee, also das. Naja, ihr seid ja auch ein Trio. Da passt ja eh nichts mehr dazwischen. Stimmt. Nein, nicht jetzt bei uns, aber auch generell oder so. Guck mal, und Tom, sein Sohn, der Mick, hat das ja auch relativ spät forciert erst und ist ja mittlerweile super im Geschäft. Ja. Weißt du? Naja, King Camarena Club Band oder was? King Camarena Band. Camarena, genau. Ja. Klar, die machen auch mehr so eine Art House, wie das ist. Das ist auch nicht meine Musik, sage ich ganz ehrlich, aber das sind tolle Musiker, die da spielen und das läuft spitzenmäßig, weißt du? Und ja, so ist es manchmal. Ich glaube, der Mick hat sich dazu sehr spät entschieden, den Schritt zu gehen und hat es aber gemacht und mittlerweile sehr erfolgreich. Also, das kann passieren, aber zwingen würde ich nicht machen. Alles klar. Vielleicht sind die auch bei mir einfach genervt, der Vater hockt da immer und dudelt da rum, schwätzen tut er so viel und wie ist denn das? Wie entstehen die Songs denn so? Wir haben ja vorhin schon gesagt, der Mario, der schreibt oft die Texte oder redigiert die Texte zumindest, wenn sie in Englisch sind. War es so, er singt ja nur in Englisch. Früher hat der Manfred auch Texte geschrieben. Jetzt ist es aber halt so, man kann ja fast sagen, es war Marios zweite Muttersprache, wenn du so willst, fast, weil er hat sein Leben lang mit Amis und Engländern gespielt. Und er beherrscht die Sprache halt ziemlich gut und auch die Umgangssprache. Und ich schreibe letztendlich fast alle Songs. Und bereite es auch daheim vor. Manchmal gebe ich Textvorgaben. Hier und da schreibe ich auch mal einen Text, wie Heaven oder auch My Hero. Dann macht der Mario mal kleine Korrekturen, noch Verbesserungen. Und ansonsten lassen wir mittlerweile den Mario die Texte schreiben. Einmal, weil er die meiste Zeit hat. Und zweitens, weil er es am besten kann, vor allen Dingen. Ja, ihr macht ja nichts anderes als Musik. Das muss ja auch ganz schön sein, so zweimal die Woche arbeitet, der Rest der Woche frei. Genau. Stellt man sich vor. Wir schaffen ja sonst nichts. Ja. Das ist ja immer, das wird natürlich gemacht, mit der nur gefaulenzt. Ja. Und? Wie ist es in der Realität? Also den härtesten Part hat sicher der Manfred, weil der macht alles Geschäftliche. Und das ist halt, das kann da klar auch sehr viel Glücksgefühle geben, wenn du deine Jobs ausmachst oder irgendwas, aber es kann dich auch ganz schön runterziehen. Weil das ja ein Hin und Her ist. Manchmal musst du im Veranstalter 10-mal hinterher telefonieren und
Also wir haben schon einiges zu tun, so ist das nicht. Mhm. Also das ist nicht so. Und vor allen Dingen, die Leute, ja, der Klimpe, wenn man, weißt du, einen Song schreibt oder was übt, nur weil uns das Spaß macht, heißt das doch nicht, dass das keine Arbeit ist. Mhm. Wir benutzen das Wort Arbeit vielleicht dann nicht so oft, aber es ist ja trotzdem zeitaufwendig. Mhm. Du musst mal überlegen, dass es Leute gibt, die Zeit haben wir gar nicht, aber wir können es vielleicht doch gar nicht mehr oder konnten es noch nie, die üben 10 Stunden am Tag. Bring mal diese Energie auf, sowas zu tun. Was dabei rauskommt letztendlich später, das sei mal dahingestellt, aber das bleibt doch jedem selber überlassen. Mhm. Also ich denke mal, dass 10 Stunden konzentriert üben anstrengender ist, als vielleicht irgendwie 10 Stunden am Fließband stehen. Das ist vielleicht nur frustrierender und monotone. Mhm. Aber ja, bei euch hat es aber doch auch viel mit Talent zu tun. Also ich denke, ihr probt und übt ja gar nicht mehr zusammen, oder? Ihr spielt auf der Bühne jede Woche 1, 2, 3 Mal, manchmal Erfahrung. Die ganze Woche. Das war das Erfahrung, glaube ich. Ja. Das macht viel aus. Hm. Wir üben schon mal, wenn wir jetzt bisschen schwerere Songs haben, wo man einfach mal gucken, muss mal gucken. Ansonsten, wenn das jetzt ein Standardklassiker ist, ein Rock'n'Roller, ich meine, den üben wir daheim, dann gehen wir beim Soundcheck hin, spielen den mal durch. Hm. Intro, Ending, dann beim dritten Mal klappt der dann. Hm. Naja, klar, die hat ja jeder auch im Kopf, aber so mit eigenen Sachen, wie funktioniert das dann? Da müsst ihr ja zusammenspielen und üben. Na ja, gut, jetzt. Ja? Da üben wir halt wie jede andere Band auch. Ja, ja. Ja. Wir arbeiten dann Parts, also Teile aus und wir spielen das zusammen halt. Und ich meine, da sind ja keine Vorgaben dann. Wir müssen ja gucken, was für ein Schlagzeugbeat passt jetzt zu der Bassgitarre oder was für ein Basslauf passt zur Gitarre. Mhm. Wie binden wir den Gesang ein und so weiter. Man muss ja ausgearbeitet werden. Mhm. Und man muss auch immer ein bisschen realisieren, wie weit ist ein Song auch im Trio dann realisierbar. Deswegen, ich sag mal so, die neue CD, auch die letzte, wir sind in der Lage, alle Songs im Trio spielen zu können irgendwie. Früher, wenn man die Fantasy nimmt, das war sehr viel, 2 Gitarre, viele Keyboard-Arrangements drin. Da war das dann irgendwann schwer, die Songs dann irgendwie, ja, da hat man halt gedacht, Mann, wir können sie spielen irgendwie, aber... Fehlt was. Irgendwie, ja, genau. Und deswegen habe ich auch umgedacht, sage ich, okay, arrangiert schon zum Teil, aber so, dass wir sie auch im Trio spielen können. Mhm. Also ihr müsst schon auch dann die AC/DC-Sachen und die Sachen, wo es 2 Gitarristen gibt, die müsst ihr schon umarrangieren, um die zu dritt spielen zu können, oder? Ich glaube, genau. Ja? Du betrachtest deine eigenen Songs mehr oder weniger auch in dem Moment als Coversongs. Mhm. Und ich meine, es gibt genau wie du Coversongs, die kannst du einfach zu dritt nicht spielen. Wir haben schon einiges probiert, Songs, die wir alle mögen. Und wir haben festgestellt, es tut einfach nicht. Mhm. Und genauso geht das auch mit den eigenen Songs. Ja. Es gibt ein paar Songs, die kriegen wir zu dritt in der Live-Situation einfach nicht so rüber, dass wir selbst zufrieden damit sind. Und dann lässt es lieber bleiben, weil dann bist du dem Song einfach nicht gerecht. Genau. Trotz aller Technik. Ja, das ist ja, du benutzt zwar Technik da, aber letztendlich ist alles gespielt, auch wenn der Mario mal ein paar Elektronik-Pads benutzt, es muss überall wo draufgehauen werden. Also das ist schon, es ist mehr das Gefühl, dass du sagst auf der Bühne, na klar können wir das spielen, wir können alle Songs spielen letztendlich, aber wo du sagst, Hat der Freddie Mercury, glaube ich, Bohemian Rhapsody niemals live gemacht. Mhm. Immer vom Band kommen lassen, die Hälfte davon. Ja. Und er wusste schon warum, weil er hätte dann einen perfekten 30-Mann-Chor hinstellen müssen. Und dann sagt mir auch, das ist ein kleines Extrembeispiel jetzt, aber sagt mir auch, lass den Song so werden, wie er ist. Mhm. Und das ist okay so. Das ist ja auch manchmal, guck mal, da schreibst du einen Song und denkst du dann so auf dem Demoband, boah, der kommt live richtig geil. Mhm. Und dann spielst du den live und dann kommt der nicht so wie der andere Song, wo du das Gegenteil gedacht hast. Mhm. Das erfährst du dann auf der Bühne erst, komischerweise, wo du denkst, dann macht er halt auch eine, was machen die denn oder was macht er? Das ist ja das, wenn wir, ich gehe vom Gesang und Rhythmusgitarre in ein Solo rein und das kriegen wir ja oft als Lob gesagt. Ihr klingt dann so voll trotzdem. Ja, das ist auch einmal diese Art, weil der Manfred primär seine Achtel durchpumpt, das füllt ungemein. Und der Mario mit seinen 3 Hi-Hats arbeitet mit dem Tambourin drauf, um dann irgendwie einen Gegenpunkt nochmal zu setzen, um das füllig klingen zu lassen in unseren Ohren. Das ist unsere Philosophie dabei. Und das, also das kriegen wir ständig gesagt, die Spielfreude und auch
die denken, sagen manchmal, hier mit euch das Gefühl, stehen 4 oder 5 Leute auf dem Bühne. Ja, man sieht schon, dass es euch Spaß macht, auf jeden Fall. Und bei jedem Konzert, und das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, wenn man da jedes Wochenende irgendwo spielt. Manchmal kennen euch die Leute überhaupt nicht und dann müsst ihr die erst reinholen und ranholen. Und es klappt aber immer, oder? Das ist das Interessante am Dort. Also, ja, wir müssen ja manchmal mehrere Sets spielen und dann gerade auch mal bei so einem Straßenfest, wo die Leute dann durchwandern, da musst du in jedem Set quasi wieder von null anfangen, um die Leute drauf zu kriegen. Das ist schon ganz schön anstrengend, ja, manchmal. Ja. Aber macht Laune. Ja, macht immer noch Spaß. Ja, total. Ich glaube, dass ohne Spaß wird es nicht gehen, weil genau. Der Verschleiß, der macht sich natürlich auch bemerkbar. Ob Stimme oder Knochen, aber das geht immer noch, es geht immer noch gut und wir bringen vor allen Dingen immer noch die Energie rüber. Naja, guck mal, B.B. King ist gestern 88 geworden. Ist immer noch on Tour. Aber ich habe den gesehen vor 8 Jahren. Aber der sitzt ja schon seit 30 Jahren im Stuhl. Der sitzt, na gut, oh ja, gut, ihr könnt auch im Sitzen spielen, oder? Das geht bei uns sehr schwer. Das könnte ich bei nicht Mario durchschauen. Bei Mario ist einfacher, ne? Ich wollte gerade sagen, ich sitze schon seit 40 Jahren genau. beim Spielen. Wir müssen auch gerade bei den großen Festivals, bei den großen Bühnen, das haben wir, glaube ich, auch erst in den letzten 10 Jahren erst so richtig gelernt. Füll mal eine Bühne mit drei, so eine große Megabühne mit 3 Mann aus und dass du das Publikum greifen kannst. Weil letztendlich ist ja dann kein einzelstehender Gesangsfrontmann da, der ganz alleine gehen kann. Ich habe noch die Gitarre und wir müssen das alles füllen. Und das schaffen wir ziemlich gut. Wenn wir dann jetzt noch sitzen würden, ich glaube, dann wird es ganz schwer. Da musst du Energie bringen. Du musst diese Energie bringen. Ja. Das haben wir gelernt, glaube ich, in den letzten 10 Jahren, weil wir das halt oft gemacht haben. Und das ist nicht ohne. Jetzt mit Leningrad Cowboys, weißt du? Genau. 10 Mann auf der Bühne, 2 Mädels, da ist ein Humbertäterer mit den Frisuren und hin und her. Ja. Wir haben die gleiche Bühne vor einem Jahr gespielt zu dritt und es ging auch ab. Ja. Aber anders allerdings, ja. Und, das ist halt viel anstrengender. Ne? Ja, also es erfordert mehr Energie. Viel mehr Energie. Ich bin ja noch viel am Treten noch dabei, da mit den Geräten. Ja. Wir haben keine Sekunde irgendwie Luft zu holen. Und das ist auch eigentlich was, du kannst dich auch nicht auf so einer großen Bühne, wo 10.000 Leute davor sind, hinstellen und sagst dann, ja, meine Damen und Herren, das nächste Lied ist, da kommst du gar nicht rüber. Klar. Das kannst du machen im Konzertsaal von 200 Leuten, wo die zuhören, im Theater oder irgendwo, und alle hören dir nur zu. Da ist Rabatz, da musst du, und da haust du die Stimme mehr kaputt. Bin ja so und so ein Brüller, du haust dir die Stimme mehr kaputt durch diese Ansagen, durch diese Rumpullerei, als durch das Singen selber. Du musst mal die Ansage sehen, der Mel ist 75, der singt noch mit seinen 75 da am Fark, das ist der Hammer mit Playbacks, und der schreit da nur rum bei den Ansagen, du erreichst die Leute sonst nicht. Du musst quasi wie auf dem Sportplatz mit Lautstärke die Leute greifen, das hast du keine Chance. Zum Theater kommen wir gleich nochmal, wollen wir noch was von der 19. CD hören, Quarter to Freedom, und wenn ja, was? Gute Idee erstmal. Ja, klar. Was machen wir nochmal was anderes, als was jetzt der Markus jetzt mal laufen lassen hat? Genau. Das ist ja mit In My Dream. Den haben wir laufen lassen. Haben wir laufen lassen. Okay. Wir können aber auch nochmal, was haben wir denn noch? Rock This Town ist eine härtere Nummer. Vielleicht soll der Mario nochmal kurz was zu der Story sagen. Ja, okay. Das ist vielleicht auch nicht uninteressant. Okay, die Story, ich war eigentlich, na gut, ich hatte eine ziemlich harte Vorgabe von der Gitarre, vom Demo vom Jürgen, und ich hatte irgendwann mal die Nachrichten gesehen und sind irgendwelche Soldaten aus einem befreundeten Land irgendwo, haben irgendwelche Länder, sind also irgendwo eingereist, haben Leute kennengelernt und haben sie dann gekillt ich meine, es gibt viele Songs, er hat den Demo gesungen, hatte den Titel Rock This Town. Ich habe das jetzt im übertragenen Sinne auf einen Soldaten, die rocken auch irgendwelche Städte, aber auf eine andere Art und Weise. Und die haben auch sehr viel Heavy Metal dabei in Form von Waffen. Und ich habe das jetzt im übertragenen Sinne wirklich, also wir übernehmen die Stadt, wir rock this town. Und ja, wie gesagt, der Titel spricht für sich. Hier kommt der Rock This Town Mallet. We'll be right back.
schwätze ich jetzt wieder dazwischen. www.mallet.de, da könnt ihr das runterladen. Ja, das machen wir normalerweise überhaupt nie, aber in dem Fall finde ich, die Jungs sollen auch die Kohle für ihre CD wieder reinbekommen und noch ein bisschen mehr, wenn es geht. So, der Jürgen, der hat seine Gitarre mitgebracht und das ist ja was ganz Einmaliges. Sowas Mallet unplugged hört man ja ganz selten. Deshalb vielleicht noch ein Song. Ja, ist auch so eine kleine Bluesrock-Nummer. Ein bisschen weiter hinten die Nummer. Das Song heißt The Blues Will Get You. Und den Text hat auch der Mario geschrieben. Ist eigentlich auch ja, schon ein bisschen witziger Text. Eine schöne Bluesrock-Nummer. Und naja, kurz gefasst, egal was du gerade machst, wo du bist, der Blues, der kann dich immer kriegen. Ja. Das ist wahr. Okay, ich versuche mal noch eine Akustikversion rauszuholen. Mal gucken. Bevor wir jetzt uns anhören, was aus diesem Song auf der CD geworden ist, will ich dem Jürgen auch nochmal was Neues vorspielen, euch auch, was er bestimmt noch nicht kennt und ja, was ich sehr interessant finde. Hier ist Aldi Meola, Playing Beatles. Ja. Thank you.
all die Miola-Getuddel, gell? Aber ist schön gemacht, finde ich. Ja? Oh, ich meine, das war stellt immer auch die Frage, dass der nicht spielen kann. Ja. Ich meine, Friday Night in San Francisco. Oh, Wahnsinn, mit Paco und John McLaughlin, genau. Ja. Ja, der Hammer. Ich bin da klar dann eher ein größerer Fan vom Paco, aber die können, das sind alles Meister auf der Gitarre, gar keine Frage. Apropos Meister, du gibst auch Gitarrenunterricht, habe ich gehört. Ja, so, aber so sporadisch. Ich kann mir zum Glück die Leute ein bisschen aussuchen. Wenig dann. Das ist aber wirklich von ganz jung bis ganz alt. Und. Also nicht so Meisterklassen, wie der Tom Wolders macht zum Beispiel, dass er nur so schon Fortgeschrittene nimmt. Nee. Also früher hat mir das, aber mittlerweile macht mir das sehr viel Spaß. Mhm. Auch die Kinder zu unterrichten, mit denen mache ich dann immer nochmal die letzten 10 Minuten Schlagzeug. Und da haben sie tierisch Spaß dran. Und ich gehe immer wirklich, das habe ich mittlerweile gelernt, ich gehe immer auf die Person ein. Mhm. Das ist halt auch dann individuell, wie musikalisch jemand ist, wie leicht es ihm fällt. Hm. Und ich werde nicht dem jetzt da, was soll ich einen 45-Jährigen jetzt da zu nötigen, stundenlang, wochenlang Tonleitern zu lernen. Hm. Der wird ganz gern vielleicht mal einen Song spielen von Skinner oder was weiß ich. Ja, von Leonard Skinner oder bla 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 bla, Bob Dylan. Und da macht man das, woran der Spaß hat. Hm. Und aber so viel Zeit bleibt ja schon noch zwischen den Auftritten, dass du sowas machen kannst. Aber ja, aber das sind nicht so viele, die stammen ab jetzt, ein paar Schüler nur. Ich könnte nicht jetzt wie andere jetzt da 30, 40, 50 Schüler die Woche machen, das ging bei uns zeitlich nicht. Das würde mir auch die Energie rauben, gebe ich jetzt ehrlich zu. Ja, klar. Weil ich brauche Zeit für mich zum Klimpern. Also, es ist immer schön, wenn du auf der Bühne stehst und die Leute klopfen dir auf die Schulter wirklich, oder die geben dir was zurück. Und das ist ja klar das Allergrößte. Aber ich kann mich genauso auf die Terrasse setzen an einem Frühlingstag und spiele da 3 Stunden für mich. Wenn es gut läuft, dann freue ich mich wie so ein kleiner Bub. Hm. Wir wollten nochmal aufs Theater zurückkommen. Ihr habt ja, ich glaube, 10 oder 13 Jahre lang, 12 Jahre lang im Staatstheater Rock Around Barock gemacht. Das war ein riesiger Erfolg. Warum läuft das nicht mehr? Haben es jetzt alle gesehen, die es sehen wollten? Oder habt ihr da eine Ahnung, warum das eingestellt worden ist? Ja, das kann man sagen. Also kann doch der Mann sagen. Also, der Kaufenberg hat nicht recht, der Ballettdirektor, Ben van Kaufenberg, der hat nicht rechtzeitig seinen Vertrag verlängert. Er hätte das gekonnt, hat aber spekuliert scheinbar. Und dadurch ist er kündbar gewesen und ist dann quasi gekündigt worden. Hätte er es rechtzeitig unterschrieben, wäre er unkündbar gewesen. Und dann würde unter Umständen das Stück heute noch ab und zu laufen. Oder wir hätten schon längst was Neues gemacht. Mhm. Wir hatten ja auch noch Cirque du Ballet mit ihm gemacht. Und der ist jetzt in Essen im Theater und wir haben auch noch Kontakt, aber das ist halt ein kleineres Theater, vielleicht ist es auch nicht so realisierbar, ist jetzt nicht. Und jetzt ist wieder alles hingeschmissen worden, sind glaube ich wieder 80 Künstler oder 90 entlassen worden im Staatstheater Wiesbaden. Und es kommt jetzt wieder ein, ich glaube sogar Intendant, oder? Intendant, neuer und Ballettdirektor und der macht alles anders, vielleicht kann man da auch nochmal Kontakt knüpfen. Mhm. Rocker und Barock, was soll man da sagen? Das war von Anfang bis Ende absoluter Selbstläufer im Erfolg. Ja. Hm. Also eigentlich ein Riesenerfolg. Ja. Also eigentlich hatten wir schon per Handschlag uns mit dem Ben damals auf dem Rock 2 halt geeinigt. Stimmt, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir schon angefangen hatten, ein Konzept dafür auszuarbeiten. Ideen zu sammeln, ja, auf jeden Fall. Vollkommen richtig. Aber das Entscheidendste war in dem Stück, mit dem Wort Kunst bin ich ja immer sehr, sehr vorsichtig. Was ist Kunst? Nur weil jetzt vielleicht einer virtuos spielen kann, ist es noch lange nicht Kunst. Weiß ich nicht. Ist ja auch völlig egal. Das kann jeder für sich selber definieren, wie er will. Aber wir haben in Rockeraum Barock, und das über die ganze Spanne, Schulklassen gehabt, Kinder im Alter von, keine Ahnung, 7, 8, 9, 12, bis Leute, die 85 waren. Hm. Und ich meine zu behaupten, dass in diesen 12 Jahren sind, glaube ich, mal 1 oder 2, 3 Leute aufgestanden. Also lass es vielleicht insgesamt 5 oder 10 gewesen sein, was ich gar nicht weiß. Ich weiß nur mal von 2 Personen, denen es nicht gefallen hat, die raus sind. Das ist ja auch okay, ist ja legitim. Aber das Schönste war, wenn du dann da, wir sind ja mehr raus, haben da noch Autogramme geschrieben und wenn die Leute kamen, beziehungsweise damals diese ältere Frau, ich glaube, ihr Mann war im Rollstuhl oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr, weil es Jahre her ist. Und dann kam die Frau zu uns draußen, wie mir, darf ich Ihnen noch mal was sagen? Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das nochmal erleben durfte. Was willst du mehr? Weißt du? Ja, das sagt alles aus. Ja. Und
und das war's. Du warst, ja, du warst ja da auch ziemlich sportlich unterwegs, so auf Rollerskates mit der Gitarre, habe ich gesehen. Richtige Rollschuhe, Rollerskates eigentlich, ja, nicht Inlineskates, sondern das habe ich ja jahrelang gemacht mit meiner Frau. Aha. Und bin auch in den 12 Jahren nicht einmal auf die Schnauze gefallen. Und die Bedingungen waren da, das möchte ich betonen. Also ich konnte ja wirklich ziemlich gut Rollschuh laufen, möchte ich mal so behaupten. Aber die Bedingungen da zu fahren auf diesem Gummiboden mit den Bühnenspalten, mit den Kabeln, bei ganz grellem Licht, das war nicht so ohne. Mhm. Aber es ist wirklich nie was passiert, zum Glück. Mhm. Und wenn, na gut, dann wäre ich wieder aufgestanden und hätte es überspielt oder irgendwas. Ja, Show must go on. Ja, na klar. Wir wollen uns noch einen Titel von der neuen Mellet-CD anhören, und zwar den du eben Unplugged gespielt hast. Mal sehen, was daraus geworden ist. The Blues Will Get You war das, ne? Jawohl. Die 12 auf der neuen Mellet-CD, Quarter to Freedom. Bitteschön. Oh, jetzt haben wir es auslaufen. Oh, das gibt Ärger, das gibt Ärger. Sorry. Die neue CD, Quarter to Freedom, www.mellet.de, da könnt ihr sie erwerben. Auch einzelne Songs, glaube ich, mittlerweile, oder? Obwohl ihr das nicht so gerne habt, glaube ich. Das geht schon, als MP3-Download kann man einzelne Songs runterziehen. Aha. Aber eigentlich gehört das Album ja zusammen. Das ist ja mehr so ein... abwechslungsreich ist auch. Na klar, jeder gibt es. Ich frage jetzt schon mittlerweile, wir haben ja schon ein paar verkauft. Und gestern zum Beispiel ist auch ein Gitarrenschüler von mir, der Michael Nagel, und der hat gesagt, seine Favorites sind zum Beispiel Flying, Sail Away und In My Dream.
Und so wird sich das variieren. Und das ist ja das Schöne dabei. Also, soll für jeden was dabei sein. Na klar. Ja, ja. Ja, Jürgen, zwei Songs hast du gespielt, spielst du uns noch einen? Ja, das ist jetzt, da mache ich mal ein bisschen etwas die Short Version, weil der Song ja, wie gesagt, ein bisschen produzierter ist. Der ist auch ein bisschen twiggy, die Nummer. Das Sail Away. Kann ich, soll ich? Typische Mallet-Ballade, oder? Könnte man sagen. Ja, die geht ein bisschen anders heraus. Ich habe auch eine Zeile eben verzockt am Schluss irgendwie. Aber gut, ich singe halt weiter. Come with me, come with me, come with me. Hat keiner gemerkt. Nein, aber die ist halt ein bisschen twiggy zu spielen. Das ist und dabei zu singen. Aber gut, die ist nicht so typisch. Ich würde eher sagen, My Hero, es geht dann eher in die Richtung wie so die typischen Mallet-Balladen, so Sachen wie Shine On von der Fantasy und Tomorrow ganz früher. Das sind so die typischen Mallet-Balladen. Die geht vielleicht ein bisschen raus, aber letztendlich sind sie alle melodisch, harmonisch über Balladen mache ich mir nie Sorgen, weil die sprießen einfach so aus dem Boden raus. Aber das ist auch immer so, dass es mit deiner Stimme und der Gitarre anfängt und dann weiter aufgebaut wird, oder? Ja. Du sitzt irgendwie da, spielst irgendein Thema, was weiß ich. Du sitzt da ein bisschen rum. Keine Ahnung. Dann fällt dir irgendwie ein Lick, ein Riff ein und dann, dann singst du was dazu und das entsteht einfach so dann. Manchmal hast du. Na, es ist sehr interessant eigentlich bei Heaven. Da war es so, da hatte ich ja nur. Das war ja fast instrumental, also diese Akkorde. Schöne offene Akkorde. Und
das war zuerst da. Und das waren einfach diese Akkordverbindungen, die mir gefallen haben. Und eigentlich ist dann erst, wie mein Vater dann gestorben ist, kam dann auf einmal die Melodie und der Text dazu. Mhm. Also das kam nicht parallel, das kam ein ganzes Stück später. Also diese Harmonien, die waren schon, glaube ich, da, wie mein Vater noch gelebt hat. Mhm. Ja. Und ähnlich ist es mit einer Nummer wie dieses auf dieser Come Along, die du gestern oder vorgestern laufen lassen hast, ist mit We Will Find Out. Mhm. Dieses Thema ist auch erstmal so entstanden. Mhm. Das kannst du auch so laufen lassen, eigentlich. Und so weiter halt. Das war auch erst instrumental. Und dann kam halt dieses Here we are, just for a moment. Precious time for us to share. We don't know where do we go. Maybe in heaven, maybe somewhere. Nobody knows. Here on earth, the road we have to go. Halt. Ja, das ist dann in Spanien. Schade, ist das aufhört, ja. In Spanien habe ich angefangen, okay, mit dem Text darum zu kritzeln wie ein Verrückter. Aha. Auch da hat der Mario mir dann wieder und der die Arme gegriffen und hat gesagt, das müssen wir ein bisschen, da mal andere Formulierung und. Ja, so passiert es dann halt. So passiert das. Und die anderen zwei, der du machst Bass dazu, ist klar, du bist Schlagzeug, aber ihr schreibt keine eigenen Songs, oder? Die beiden, der Manni und der Mario. Ich warte mir mal drauf. Ich hänge die ganze Zeit im Büro und okay, sehe zu, dass die Scheiße irgendwie am Laufen ja ist. Und ganz früher, ich habe auf der Live on the Road, habe ich mal einen Song geschrieben, Missing You. In Amerika damals. Moment, da habe ich ja auch noch zwei Akkorde geschenkt, ja? Ja, danke noch. Geschenkt. Wenn es mal ein Hit wird, dann gehe ich dir vor. Ja, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, gezeigt, das wäre so ein bisschen. Ja. Ich stell mal vor, du hättest ihm geliehen, dann müsste er. Ich hab den. Ja, ist bei mir eher selten. Ich meine, auf dem Bass komponierst du auch nicht so leicht ein Lied wie auf einer Gitarre. Ja, ist klar. Und du bist also auch nicht nur der Bassist, sondern auch der Manager sozusagen. Auch der auferlegte Manager. Der auferlegte. Einer muss es tun. Ja, ich habe das Erbe behalten irgendwie. Und, ja. Ich würde auch gern mehr üben und mehr Musik machen, aber. Ist schon zeitaufwendig. Obwohl ihr ja ganz gut durchgebucht seid, so die nächsten Monate. Wo sind denn die nächsten Gigs? Freitag im Spritzehaus, Samstag. Frankfurt, Spritzehaus, genau. Mhm. Ja, Frankfurt. In Stuttgart? Bitte early in Stuttgart am Samstag. Mhm. Ja, genau. Dann. Ach, wir können ja drauf gucken auf die Dates. Aber das wollen wir auch nochmal gerade durchsagen. Genau. 11. Oktober nochmal, haben wir ja schon bei Markus auch gesagt. Mhm. 11. Oktober nochmal auf der Lorelei im Freien, aber es wird für Überdachung gesorgt. Mhm. Machen wir ein Rocktoberfest. Unten auf diesen Lorelei-Terrassen nennt sich das, gell? Genau. Mhm. Und 11. Oktober, wie gesagt, wäre schön, wenn die Leute da hinkommen. Ist ja ein Traum auf das Ambiente. Und dann nochmal, auch wichtiger Termin, wenn wir das erste Mal da machen, unser Weihnachts-Open-Air. Machen wir diesmal in Eltville in der Rausch am 3. Advent. Okay. Sonntag, der 3. Advent, ab ca. 16 Uhr im Freien bei Glühwein, Lagerfeuer. Auch da wird mit Schirmen und so abgedeckt. Und also nicht Hockenberger Mühle, wie das die Leute gewohnt sind. Da haben wir jetzt die Release-Party gemacht, das haben wir jetzt geändert, aus dem Grund, weil wir schon zweimal richtig Probleme hatten mit dem Wetter. Mhm. Und bei der Hockenberger Mühle ist halt wirklich so, obwohl der Wallet sich mal klar auch sehr engagiert da und macht und tut, ist wenn da ein bisschen Schnee liegt oder ein bisschen Klette ist, da hinten, da wird auch dann so gut wie nicht mehr gestreut, da ist Zappe, da kommt keiner mehr hin. Ja. Und bei der Rausch ist alles eben, es wird gestreut, es wird geräumt und es ist einfach zu risikoreich. Und deswegen werden wir es jetzt mal da probieren. Ist da zwischen Eltville und Kittrich oder so? Ja, genau. Ja, so. Es ist dann aus. In der Nähe von der Gesamtschule, ziemlich groß. Und dann einfach an der Schule vorbei, immer hinter Richtung Wald. Dann geht es nochmal so 3 Kilometer durch den Wald. Aber wie der Jürgen schon gesagt hat, alles flach.
sollte man eigentlich schaffen, dahin zu kommen. Ne? Okay. Ja, Leute sollen sich nicht irritieren lassen. Man fährt da locker 1,5 Kilometer erstmal durch den Wald, bis man am Ziel ist. Mhm. Also, aber das ist da sehr, sehr schön auch. Und wir haben im Sommer jetzt schon mal da gespielt. War auch sehr erfolgreich. Und, genug Parkplätze. Ja, Parkplätze gibt es, das ist auch sehr wichtig. Mhm. Und sollen vorbeikommen. Und na klar, vorher noch jede Menge andere Termine, die Sie jetzt aber auf der Webseite nachgucken stehen, können. Steht alles auf der Webseite www.mallet.de. Und da gibt es auch einen Haufen schöne Videos. Ne? Warum gibt es eigentlich kein Video von diesem tollen Jubiläumskonzert auf der Hoggenberger Mühle? Weil wir das gar nicht mitgeschnitten haben. Boah, das ist ja traurig. Sollen wir mal so das war ja mein, das war ja mein Favorite. Also so ein tolles Mallet-Konzert habe ich noch nicht gesehen. Das war wirklich geil. Das war schön, ja. 1500 Leute da und es war halt leider ein bisschen kalt an dem Tag, aber es hat keinen gejuckt. Hat keiner gemerkt, ne. Ja, da haben wir alle Spaß gehabt, wir haben Spaß gehabt. Wollen wir uns auch nochmal bei den ganzen Jungs bedanken, weil die warten dann so lang und da kommt der Stefan vorbei ohne Haus und der Porgi. Waren ja alle da, ja. Fast ein paar, gut, manche leben im Ausland, die nicht, aber ein Großteil war wieder da und ich meine, die kommen auch extra vorbei und warten dann bis 2-3 Stunden, bis sie dann mal auch ihre 2 Lieder spielen. Der Rudi war da. Vor allen Dingen auch der Daniel, der ist extra aus Amsterdam gekommen. Der Daniel, genau. Ja. Und das ist na klar, das ist schon eine coole Sache. Also da freuen wir uns auch immer sehr und wir wissen jetzt gar nicht, ob wir 35-Jähriges machen, weil da hätte eigentlich schon die Planung jetzt laufen müssen langsam. Aber wir sind so optimistisch, wir gehen mal auf das 40-Jährige. Mhm. Ja, klar. Ihr habt ja auch noch Spaß, oder? Ja, klar. Ja. Also ich muss sagen, wir haben das 20-Jährige haben wir damals mal mitgeschnitten. Tattersaal, gell? Das habe ich noch auf VHS-Kassette. Ich meine, ist für eine DVD ist von der Qualität her dann leider zu schlecht. Dann hat mir ja diese Live-DVD gemacht, die ja sehr gut geworden ist, die sich aber leider Gottes so schlecht verkauft hat. Wir hatten dann eigentlich das 25-Jährige in Kittrich noch mitgeschnitten. Ja, um es rauszubringen, gibt es ja auch teilweise als CD auf der Still Riding, The Same Wave. Haben es aber dann nicht mehr rausgebracht, weil, wie gesagt, die erste DVD immer noch nicht eingespielt ist. Und jetzt total drauflegen wollen wir auch nicht. Wir müssen ja von irgendwas leben und nichts mehr. Aber ich habe mit Erik, seinem Sohn, schon geschwätzt. Der hat schon was vorbereitet. Der hat halt auch viel um die Ohren. Es werden von diesem Konzert. Ich weiß noch gar nicht, dass mein Sohn einen Sohn hat. Ja? Ich habe gerade gesagt, vom Erik seinen Sohn. Du weißt ja, was gemeint ist, Mann. Ist egal. Vom Dünsel sein Dünsel. Auf jeden Fall. Der hat schon was vorbereitet. Ah. Und zwar von diesem Konzert. Da gibt es ja diese Bände. Und wir nehmen dann halt klar diesen Live-Ton von der CD, von diesem Live-Kick, und der wird mal peu à peu was da reinsetzen auf diesen YouTube-Channel. Das ist noch nicht passiert, weil er wahrscheinlich viel um die Ohren hat, aber es wird passieren, dass mal da und da ein Video auftaucht. Weil das wäre schade, das wegzuwerfen. Aber auf DVD das jetzt rausbringen werden wir nicht, weil also wir wollen ja nicht dran verdienen, aber drauflegen, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Naja, klar, und deswegen haben wir dann die 30-Jahr-Feier eigentlich auch gar nicht mehr mitgeschnitten. Ne? Schade. Ja gut, du warst da, ja. Wie ich das mitbekommen habe, dann bald eine schöne Erinnerung. Ja, das schön. Ist ja auch was wert. Genau. Also ich mache auch nicht immer unbedingt Filme und Fotos, wenn ich auf ein Konzert gehe oder sonst was. Ich versuche eher, den Event zu genießen und in meinem Inneren und in den Gedanken zu behalten. Ne? Ja. Ja, das war wirklich klasse. Ja, also zum 35. nichts geplant, zum 40. dann aber dann große Party, oder? Ja, das wenn wir das packen auf alle Fälle. 40, das wäre na klar dann mal ein absolut ein amtliches Thema, wo man nochmal richtig ein großes Ding aufzieht. Wann, wie und wo, das wissen wir nicht, aber das wird. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Da ist noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Vorher wollen wir nochmal eine CD rausbringen. Oder zwei. Oh! Der Mario kriegt schon wieder Angst. Der muss mal 4 Wochen lang Texte schreiben. Üben tut er nicht mehr. Habt ihr gesagt, was der Markus auch gefragt hat, ich meine, hat ja nicht jeder die Sendung gehört. Seid ihr eigentlich auch Freunde so im Privatleben? Oder seid ihr Arbeitskollegen? Oder seid ihr beides? Wir können uns eigentlich nicht so leiden. Ja? Also ich würde mal behaupten, wir sind ja wirklich drei wirklich einzelne Charaktere, so, aber so richtig. Und ich denke, wir sind so viel zusammen. Also ich denke, dass das schon eine Freundschaft ist, aber auch gleichzeitig sind wir auch Geschäftspartner. Ja. Und dann wirst du in deiner Freizeit, wir waren ja auch schon zusammen früher in Urlaub oder sowas, so ist nicht, aber du wirst in deiner Freizeit nicht so viel verbringen, weil du ja auch, wie gesagt, Familie hast und andere Sachen noch machen musst und willst. Und das ist auch ganz gut so. Weißt du, wir waren jetzt diese 7 Tage oder 6 Tage wieder im Park und
das war wunderbar entspannt, aber es ist auch Stress und wenn du dann 800 Kilometer im Laster fährst, weißt du, ich werde da so und so zappelig, mich macht das wahnsinnig und das kann dann schon mal nervig werden, aber krachen dem Sinn nicht oder so. Also. Habt ihr auch noch nie gehabt, weil wie mit Stefan also, früher, der ist eingestiegen, ausgestiegen. Nein. Ja, das macht der Stefan aber gerne, also nicht nur bei Mellet. Ja, nein. Also wir haben uns auch schon mal angemacht oder so, wenn irgendwas war, aber also Also, die hängen nicht laufend zusammen ab. Also bei mir ist das allein schon die Entfernung. Die Entfernung. Ich wohne 60 Kilometer weg in Oberramstadt. Ich sitze halt im Odenwald. Die Jungs sitzen hier in Wiesbaden. Wir kommen dann zum Gig und dann wird wieder geschwätzt. Hast du auch am Mittwoch Champions League geguckt? Und dann schwätzen wir bei Dortmund oder irgendwas. So passiert es dann halt mal. Und ab und zu treffen wir uns mal auf irgendeinem Fest, also wo auch Bands spielen, an dem wir vielleicht auch selbst teilgenommen haben. Dann sagen wir aber höchstens mal Hallo. Dann sagen wir guten Tag und gehen aber dann schon weiter. Ja, man sieht euch manchmal da so dann kurz durchlaufen oder so. Ja? Das ist ein Kranzplatzfest oder Stadtfest oder man so. Man darf auch eins nicht vergessen und das hat der Tom auch letztens mal wieder gesagt zu mir, ich bei ihm war, dann sagte er auch, wir sind ja die einzigste Band, die noch als Band existiert. Ja. Also wirklich als Band. Das heißt, wir sind ja immer in dieser Formation, jetzt seit knapp 20 Jahren mit Mario und wir zwar noch viel länger. Und während jetzt andere Leute wieder so ein bisschen wechselnde Formationen haben, mal mit dem Sänger oder der Sängerin oder mit dem Musiker. Und das macht auch viel aus. Aber da ist auch ganz gutes Trio. Bist du 5, 6 Leute, dann hast du noch einen größeren Stressfaktor vielleicht je nach Situation. Ja, klar. Und das funktioniert gut. Und wir können nicht, weil wir uns mal jetzt blöd anmachen, na klar gibt es Meinungsverschiedenheiten, ist doch ganz normal. Und dann macht man sich vielleicht auch mal blöd an. Und dann musst du es aber auch wieder am nächsten Tag oder am Abend beim Gig so und so, es muss weg sein. Das musst du verdrängen. Business, klar. Und dafür sind wir Profis, denke ich mal. Und das ist auch, das geht doch gar nicht. Ja, es ist nicht auf die Dauer unbefriedigend, immer nur die Cover-Songs zu spielen? Oder der Markus ja auch gefragt. Na klar, es ist schöner. Ich meine, das haben wir vielleicht, also das müssen wir uns vielleicht auch selber zuschreiben, das haben wir vielleicht auch versäumt vor 25 Jahren, wo wir noch mehr eigene Sachen gespielt haben. Nur, wir drei müssen ja davon auch jetzt quasi leben. Ja? Und das heißt, da musst du auch dem Veranstalter gerecht werden. Und wir haben Spaß bei den Covern. Gibt na klar, der eine Cover macht dir mehr Spaß als der andere, aber wir covern eigentlich fast nichts, was uns jetzt keinen Spaß macht. Ja, das ist klar. Klar, gibt es ein paar Songs, die man sagt, naja, jetzt mal den wieder. Aber das hätten wir ja auch anders durchziehen können. Dann hätten wir aber auch knallhart sagen müssen vor 20 Jahren, okay, wir ziehen es weiter durch mit nur eigenen Sachen und egal, was kommt, knallhart. Und wenn du dann wirklich nur vom Apfel und vom Glas Milch lebst, so ungefähr. Aber geht ja auch nicht, wenn wir Familie haben. Das geht heute nicht mehr in unserem Alter. Und gewissen Lebensstandard haben wir auch und haben auch Spaß dabei. Und wir fahren auch ganz gerne mal in Urlaub oder so, wenn wir es uns leisten können. Warum? Ich sehe nichts Negatives da drin. Nee, ich auch nicht. Wir haben einen schönen Abend. Zu bereiten. Ja, klar, aber wenn man so viel gute eigene Songs hat, dass man vielleicht mal einen einflechten kann. So. Das machen wir schon. Ne? Das, und die zwei sind ja die Ersten. Immer. Die zwei sind ja die Ersten, die sagen: Hier, Remesch, jetzt mach doch mal nochmal zwei mehr eigene. Genau. Aber du weißt, das ist dann so. Dann läuft das gerade. Spielt irgendeine Nummer und es geht ab. Die Leute tanzen. Bla 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 bla. Und jetzt kommt die nächste Nummer, wo du denkst: Oh, jetzt könnte das passen hier. Ja, und dann geht's ab. Dann seid ihr in dem Drive drin, ja, klar. Wir haben auch gute Tanznummern, aber wie das halt so ist, die Leute sind auch so, das ist ja das Schöne, ihr spielt wirklich, was ihr wollt. Andere spielen halt nicht, was wollen. Da sind wir sehr privilegiert, ja. Ja, das ist auch das Schöne, deswegen höre ich den Sender auch immer, meistens, daheim habe ich einfach keine Zeit, aber im Radio, wenn ich Empfang habe, fahre irgendwo rum, höre ich ständig Radio Rheinwelle. Ist im Übrigen auch mein Spruch, wir spielen, was wir wollen. Der wird auf Busse plakatiert bei so einem Computer-Dudelsender. Der Spruch ist von mir. Ja, haben sie mir geklaut. Ja.
Kannst du auch nicht mehr einklagen. Das nee, kann ich nicht. Ja. Ist nicht patentiert. Aber da gibt es ja noch einen Unterschied. Und bei uns stimmt es. Wir spielen, was wir wollen. Genau. Ja. Wir spielen, was wir wollen. Ja. Oder ich spiele jetzt Reinhard May und AC/DC. Ja. Aber beide sind ja letztendlich erfolgreiche Bands. Gell? Ja. Und das ist halt auch vielleicht bei größeren Sendern einfach so, weil die müssen halt scheinbar die Charts irgendwie abdecken. Da geht es halt auch um Geld wahrscheinlich. Ja. Na klar. Und wenn jetzt einer käme, würde man sagen: Hier, ihr drei Jungs, ihr gefällt mir. Also jetzt optisch vielleicht nicht, aber musikalisch. Und sagt dann: Hier, ich putte mal eine Million rein, wir gehen mal an alle Radiostationen und da hausch mal ein bisschen Geld raus. Und dann denke ich mal, würden wir auch im Radio laufen. Ja, würden die DJs sich mal anhören, was ihr denen schickt, dann würdet ihr auch im Radio laufen. Also so viel wie bei Rheinwelle läuft ihr sowieso nirgendwo. Das ist klar. Das ist eh klar, weil wir sind ja Wiesbaden eine Local Station und auch Tom Woll oder The Porky oder The Tube Club oder Stefan Kreckes. Ich meine, wenn du die hören willst, dann musst du Rheinwelle einschalten. Ja. Ja. Wobei ich fairerweise sagen muss, Rockland Radio hat für uns auch schon mal eine ganze Sendung. Und die mussten sich da sogar irgendwie vom Hauptsender abkapseln extra. Die haben auch mal eine ganze Sendung für uns gemacht. Und das war auch schon große Leistung, weil das ist nicht selbstverständlich bei den größeren Radiostationen. Mhm. Und jetzt sind wir gerade dran beim Till Hofmeister von HR3, gell? Ja. Und da werden wir sehen, was geht. Wir sind ja dann auch froh, weißt du? Ja, klar. Und selbst wenn ich nur hingehe mit der Gitarre und spiele mal ein halbes Lied an, auch das ist dann schon ein bisschen Werbung. Aber das ist ein kleiner Idealfall hier, 2-Stunden-Sendung, wir können über unser Zeug reden und zur Musik laufen lassen und dafür sind wir auch sehr dankbar. Ja. Also mit der Fantasy war ich schon mal in harten Heavy bei HR3. Ja. Das lief aber irgendwie nachts um 10 oder um 11 oder so. Ja. Das ist es dann mehr. Und deswegen, Leute, guckt, wenn ihr schaltet ein, 92,5, ich glaube im Internet ist anders, der, gell? www.radio-rheinwelle.de ja. Oder im Wiesbaden im Kabel auf der 99,85 MHz, da können wir uns auch empfangen. Wollen wir noch was von der neuen CD hören oder magst du uns lieber noch was spielen? Oh, mach jetzt noch mal einen Song von der CD. Was hören wir? Ich kann auch glauben. Mach mal In My Dream. In My Dream? Ja. Den neuen? Haben wir schon. Okay. Here we go. We'll be right back.
Oh, was ein Drive. Die neue CD von Mallet, Quarter to Freedom, www.mallet.de. Da könnt ihr sie kaufen, auch einzelne Titel, aber ich würde empfehlen, kauft euch die ganze CD, weil ja, die ist so abwechslungsreich. Heißt ja auch wie Radio Show irgendwie, stand drin, ja, irgendwie. Rock Radio Show, genau. Und wenn ihr Mallet hören wollt und wollt die CD, jetzt haben wir es wieder auslaufen lassen. Eieiei, aber ich habe doch eben noch was gesagt, aber das würde ich schlimm. Es fällt mir auch schwer, sowas auszublenden. Dann haben es wieder Millionen Leute mitgeschnitten. Ja, genau. Naja, aber das Internet ist voll auf jeden Fall. Schönen Gruß vom Harry Welche, soll ich auch sagen, habe ich gerade schon gemacht. Danke, Zeuge. Schönen Dank fürs Zuhören auch. Wenn immer mehr Musiker, die zuhören, ich weiß ja, der Tom Woll und der Pofte und der Porgy und so, die hören sowieso alle zu. Schönen Gruß an alle Wiesbadener Musiker. Ihr könnt euch auch die CD von Mallet kaufen, gell? Ja, die müssen. Okay, ihr müsst, genau, das ist Pflicht. Ja, nächstes Konzert, was habt ihr gesagt jetzt in Stuttgart? Erstmal im Spritzerhaus. Frankfurt Spritzerhaus. Ja, steht ja alles auf der Homepage, genau. Kann ja jeder draufgehen. Und wenn einer nicht online ist, dann kann er hier auch anrufen, 6099333. Dann gehe ich auf die Homepage und sage euch, wo die spielen. Auch kein Problem. Jo, Jürgen, spielst du uns noch was? Wir haben noch 7 Minuten. Ja, ich kann ja mal helfen spielen. Oh ja. Understand why you passed away.
remember you, the sound of your voice is still in my ears. I wish you were here, and so many tears. Yeah. Der Lieblingssong von ganz vielen Mellet-Fans, das weiß ich. Ja. Dankeschön. Schön. Wunderbar. Jungs, Jürgen, Mario, Manni, Schlusswort. Die Nächsten stehen schon vor der Tür. Ja. Wann kommt ihr wieder? Was gibt's als Nächstes? Wir sind beim Markus wieder, ja? In der Sendung. Okay. Hast du den Termin im Kopf? In der Tasche. Ja. Und ja, wir wollen da klar auch dann nochmal einen Termin machen bei dir, ganz gerne. Ja, gerne. Dann können wir auch nochmal ein paar alte Sachen vorstellen. Und genau, und es gibt ja so viel Mellet. Auch mal zu dritt, ja, was live spielen. Ja. Also generell mal an alle, genau, alle Fans erstmal vielen, vielen Dank. Und ja, die treuen Fans halt, die uns immer weiter unterstützen. Und ja, weiter so. Und alle Musikerkollegen, ja, jo, thanks a lot. Okay. Dankeschön. Also am 19. November, 9 bis 11 Uhr, sind wir wieder hier. Alles klar, freuen wir uns. Vielen Dank für heute. Jo. Mario, auch dir auch vielen Dank. Alles klar, ich habe auch den weitesten Weg. Genau. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Freue mich aufs nächste Mal. Und hier jetzt gleich weiter mit der Assyrischen Stimme. Und bis dahin hören wir noch ein Stück oder ein Stückchen Stück aus der neuen Mellet-CD. Und wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, www.mellet.de. Tschüss. Ciao, danke. Bye.